Fahrrad und Fahrrad, weil jetzt halt zu Boden und schon weiter. Bist du vorne los wieder? Ne. Du kannst gar nicht schauen, wo ich gerade bin. Ja, wo bist du gerade? Das kann man nicht lesen. Ach, komm. Ich muss da gut machen. Bist du auch fahren? Ja. Das wird sich. Nee, das nach vorne ins Gas geben, genau. Und hupen. So hätte ich gern, wenn die U-Bahn hupt. Genau. Und wie fühlt sich an? Der Sitz könnte noch ein bisschen rütteln, das bewegt sich gar nicht, oder? Du musst ja eigentlich gar nichts machen, du musst ja nur den Weg und gucken nach vorne. Sag mal, du bist auch Vollgas, aber. Ja. Da musst du mal. Davon kommt von der Bahnhof. Du musst 40 fahren, ja, das ist okay, du bist zu langsam. Das ist vom Bahnhof, vom Ruhl. Mach mal. Ich höre dich nicht an. Ich fahre weiter. Nee. Naja, haltet an, aber die Fahrgäste, die haben halt Pech gehabt. Ja, du bist schon richtig, der Lokführer ist ja nicht auf dem Bahnsteig. Sie fuhren 80 Uhr der Zeit mit korrekter Geschwindigkeit. Tschüssig. Immerhin. Bitte drücken Sie die blaue Taste und die Taste auf die rechte Armkurve. Warum? Wir fahren noch eine Runde. Es war wieder. Es ist wieder losgegangen. Es ist wieder losgegangen. Aber es ist unterirdisch. Ja, dann machen wir da weniger, dann müssen Und wie fühlt sich an? Eben. Das ist auch ein richtiger Beruf. Papa. Ja? Ich hab jetzt ausgewählt, dass ich nochmal in wenigen Sekunden auf die U1 umgeleitet wird. Gut.
Klar. Ich glaube, es ist der überführt wurde. Der wurde überführt? Ja. Die hier einfach rein am Platz. Ich gehe mal eigentlich schon raus, ich muss den großen Fluss noch mit dem Wasser. Was ist das da? Genau, das ist er. Das ist er mit dem Gelenk? Genau, das ist er. Das ist der 8. Das ist 84, wenn ich mich irre, wenn ich mich nicht irre. Die haben vielleicht ihn vielleicht ein bisschen umgeparkt, aber was weiß. Okay, wir gucken mal, was da dran steht. Auf jeden Fall steht auch, das ist auf jeden Fall da. Da haben wir ihn, 84. 84, tatsächlich. Das muss er sein. Der Bus aus dem Fluss. Das ist er. Da ist ein Schild. Tatsächlich, der Bus aus dem Fluss. Wir haben ihn gefunden. Das Highlight der Führung. Supi. Da kommt wieder zu Schaffner. Hat die Vorstellung, dass da ein Bus steht? Ja. Okay. Passen wir jetzt drauf? Ich mache noch ein Gesamtbild. Ja. Stell dich neben dem Schild. Links, ich mache ein Bild von dir mit der Nummer 8084. Wer ist mein? Stell dich mal links neben dem Schild und nimm mal die Kamera ab. Ich mache ein Bild beim Bus und dann gehen wir drauf. Nee. Jetzt links neben dir, neben dem Schild. Ja, links, rechts neben dem Schild. Oder hinter dem Schild. Genau. Und jetzt beim Mädchen. So, das ist ganz groß drauf. Jetzt mal links neben dem Schild. Da musst du ja, genau so. Wieder gucken, reingucken und lächeln. Jawohl. Super. Fuß aus dem Fluss. Der sieht gar nicht so kaputt aus. Der wurde auch repariert. Der wurde repariert. Das ist halt so bei alten Bussen. Ja, komm, wir trinken mal was. Bei diesem Einsturz, bei diesem Einsturz, ja? Da hat die Rechtsbrücke nicht nur diesen Bus in die Tiefe gerissen, sondern auch ein Pkw. Der Pkw-Fahrer ist gestorben. Sieh das, willst du was Süßes? Palestro oder Ei? Duplo? Okay. Ah, die Schalen, warte mal. Mach die Schalen wieder rein. Und wenn man jetzt rausfahren würde, muss man einfach nur rückwärts fahren? Dann müssen wir erstmal die Reifen auf dem Bus entfernen, weil die Reifen vom Bus entflattern. Die Reifen sind in Ordnung, finde ich. Sind die jetzt nicht sicher? Und da steht noch was, sonst sind die Bus für die kleineren Städte Wien. Ich habe eine Sauerei gemacht, naja.